Hallo liebe Technikfreunde, willkommen zurück zu einem neuen Video auf Pascals TechCheck. Und heute soll es mal um ein Headset gehen für ein Telefon bzw. für einen Computer, damit ihr entweder per Skype oder mit einem ganz normalen Telefonat eure Hände frei habt. Und zwar habe ich hier das Plantronics Blackwire ZAR25 Headset für euch mal getestet und ausgepackt. Wenn ihr also mehr wissen wollt über dieses Headset, dann bleibt dran und wir sehen uns wieder nach dem Intro. Willkommen zurück, liebe Technikfreunde. Und wie schon vor dem Intro angekündigt, soll es heute mal um das Plantronics Blackwire 225 Headset gehen. Ein schnurgebundenes Headset mit Klinkenstecker, welches ihr praktisch für die Büroarbeiten gut verwenden könnt, um damit nebenher zu telefonieren, während ihr auch dann die Hände frei habt. Ich möchte es euch heute mal wieder in einem Unboxing-Video vorstellen. Und auch mal die technischen Details nennen und natürlich auch so einen kleinen Test euch mal zeigen, beziehungsweise euch auch mal hier die Qualität wiedergeben, die dieses Headset ja bietet. Wenn ihr mehr über das Headset wissen wollt und euch nebenher mal kurz auch die technischen Daten anschauen möchtet, dann klickt doch mal auf meinen Affiliate-Link unten in der Videobeschreibung. Dort kommt ihr direkt zu Amazon und könnt es euch nebenher anschauen und auch dann gleich kaufen, wenn ihr möchtet. So, aber nun wichtig wieder zum eigentlichen Headset zurückkommen. Es liegt jetzt hier vor mir. Wie ihr sehen könnt, ist es schon etwas aufgerissen. Ich habe es also schon mal ausgepackt und ein bisschen getestet. Aber nichtsdestotrotz möchte ich euch heute mal kurz so ein kleines Unboxing-Video zeigen und dann auch nicht lange das Ding auspacken, weil es gibt ja auch nicht viel zum Auspacken, sondern dann gehen wir gleich über auf ein paar technische Details und dann schauen wir uns das natürlich ganz von der Nähe aus an. Jetzt wollen wir aber noch mal kurz ein paar technische Daten checken. Und zwar haben wir hier, wie gesagt, von Plantronics dieses Headset. Und das ist schnurgebunden, wie schon vorhin erwähnt. Das gibt es in zwei Ausführungen, einmal in Mono, einmal in Stereo. Wir haben hier die Stereo-Variante, also die 225er. Es gibt natürlich auch noch in Mono-Ausführung. Da ist dann eine Seite weg und hat praktisch ja nur so einen Bügel, der zum Ohr runter geht, ohne Ohrmuschel. Das ist die 215er-Variante. Aber meiner Meinung nach macht es jetzt nicht so viel Sinn. Denn so ein Stereo-Headset ist dann doch immer etwas besser noch und klingt natürlich auch dann beim Telefonieren deutlich angenehmer im Ohr. Was gibt es dazu zu sagen? Ja, wir haben hier so ein Plug-and-Play-Headset. Ihr steckt in dem Grunde das Headset ein in euer Telefon. Das muss so ein Kombi-Klinkenanschluss haben, wo Mikrofon und natürlich auch dann die Kopfhörer mit in einem Klinkenanschluss integriert sind. Und dann könnt ihr das auch schon verwenden. Es ist für jedes Ohr bzw. jeden Kopf gedacht, ist intuitiv bedienbar und natürlich auch sehr praktisch, da wir unten so einen kleinen Steuerungsknopf haben, wo wir zum einen dann die Lautstärke regulieren können, dann können wir noch ein Telefonat an- und ablehnen und wir haben dann nochmal so eine kleine Mute-Taste, um einfach mal das Mikrofon dann auszuschalten. Ich würde sagen, ich rede nicht lange hier rum, sondern wir packen das gleich mal aus und schauen mal, was drin ist. Und dann können wir uns ja das nochmal ganz genau mit den technischen Daten anschauen. So, schauen wir es uns nochmal hier kurz an mit der Verpackung. Wie ihr sehen könnt, Plantronics. Und wir haben hier die Modellbezeichnung Blackwire 225 für all diejenigen, die jetzt hier noch ein paar mehrere Daten wissen wollen. Wir haben dann hier noch so eine Nummer drauf und ein Datum, aber das ist im Grunde alles uninteressant. Ein paar Kennzeichen. Hier noch das Firmenlogo und designed in Santa California. Also es kommt halt dann mehr oder weniger aus Amerika, beziehungsweise wurde dort designed, hergestellt, vermutlich dann natürlich irgendwo anders. Das kommt so geliefert hier in dieser Plastikverpackung mit diesem Aufkleber drauf und den machen wir jetzt hier mal weg. Und dann schauen wir noch mal, was sich hier so alles drin befindet in dieser Verpackung. Holen wir es gerade mal raus. Und zwar haben wir jetzt hier zum einen natürlich dieses wunderschöne Headset, dieses kabelgebundene und auch da eine kleine Anleitung. Wir schauen uns mal kurz die Anleitung an, beziehungsweise hier haben wir noch so einen kleinen Zettel. Hier geht es um Garantie. Aber das könnt ihr euch ja mal selber in Ruhe durchlesen. Ich denke mal, das
müsst ihr jetzt hier nicht von mir erfahren, was da alles auf dem Zettel draufsteht. Deswegen gehen wir gleich nochmal hier in die Anleitung kurz rein. Hier so eine Quickstart-Anleitung, so ein Quickstarter. Wir schauen uns mal an, in welchen Sprachen es gibt. Wenn ich es hier gleich aufklappe, kommen gleich mehrere Sprachen. Dann klappt man das immer auf. Also wir haben hier wirklich sämtliche Sprachen bei abgebildet. Ich suche jetzt gerade mal nochmal die deutsche Sprache. Und die kommt hier gleich am Anfang. Wir sehen ja auch nochmal so ein paar Abbilder und hier könnt ihr auch nochmal sehen, es gibt hier dieses Modell des 215er. Das besitzt, wie gesagt, nur eine Ohrmuschel, wo das Mikrofon dann gleich rausgeht. Wir haben uns natürlich für das 225er entschieden. Das hat dann hier zwei Ohrmuscheln und ein Mikrofon, was natürlich dann einen Stereoklang erzeugt. Geschickt ist es auch. Wir können hier diese Ohrmuscheln komplett einklappen, wie wir hier sehen können. Dann ist es hier so ein ultra flaches Headset und man kann das auch super irgendwo im Rucksack verstauen und nimmt natürlich nicht viel Platz weg. Hier, was haben wir jetzt für Funktionen? Das wird ja auch nochmal erläutert. Ich gehe jetzt hier mal etwas näher ran, dann könnt ihr das auch mal kurz sehen. Schauen wir mal kurz, wann der Autofokus reingeht. Also wir haben hier eine Funktion, da kann man Anruf annehmen oder beenden. Das geht aber nur bei Mobiltelefonen. Also wie gesagt, hier muss man ein bisschen aufpassen. Dann haben wir hier einen Regler zur Lautstärke einstellen. Also man kann hier hoch und runter. Das sehen wir auch hier nochmal. So sieht das Bedienteil im Grunde aus. Hier nochmal zum Annehmen von den Gesprächen und auf der Seite dann dieser Regler zum Laut und Leise stellen. Ich zeige euch das aber nachher nochmal. Und dann haben wir hier noch so eine Umschalttaste bzw. eine Stummschalttaste. Und da kann man natürlich hier dann das Mikrofon ausschalten, wenn man jetzt ja nicht möchte, dass praktisch jemand mithört. Was haben wir sonst noch? Wir haben hier so eine PC-Trageform, wie sich das nennt. Und hier wird auch nochmal hingewiesen, dass man natürlich, wenn man das Headset hier in den Rechner einsteckt, dass man natürlich auch hier dieses auswählen muss als, ja, als Audioausgang und auch als Audioeingang, da natürlich sonst dann die normalen Lautsprecher verwendet werden. Wir haben hier noch Garantie und Sicherheitshinweise. Ich denke mal, das ist alles relativ unwichtig. Und wie gesagt, hier nochmal die Schaltbilder, wo alles genau erklärt wird. Und natürlich hier sämtliche Sprachen. Das ist ja sehr gut. Was ich etwas schade finde, ist, es ist nicht so eine großartige Anleitung, die hier viele Themen abdeckt. Aber ich denke mal, bei so einem Plug-and-Play-Headset ist es auch nicht nötig. Ja, wir legen das jetzt mal hier beiseite und jetzt schauen wir uns doch mal dieses Headset ganz genau an. Wir haben hier zum einen genau diese Taste. Ich hole es hier mal raus nochmal kurz. Da können wir sie uns auch mal hier ein bisschen aus der Nähe anschauen. Ich gehe mal hier ein bisschen näher ran. Und dann können wir uns vielleicht die nochmal ganz genau anschauen. Die ist sehr dunkel. Ich hoffe, dass der Autofokus packt jetzt etwas. Wir haben jetzt hier also diese zwei Tasten zum Anruf annehmen. Und dann hier nochmal diese Mute-Taste. Wir können ja auch die Klappen runter, dann ist es rot. Dann bekommt keiner im Grunde den Anruf mit. Beziehungsweise kann keiner das hören, was wir sagen. Wenn wir es wieder hoch machen, ist natürlich das Mikrofon wieder freigeschalten. Das macht auf mich jetzt einen sehr hochwertigen Eindruck, dieses kleine Bedienelement. Es liegt gut in der Hand, es ist hier auch so ein bisschen geriffelt, sodass man es auch bequem mit dem Daumen hier bedienen kann, ohne da großartig rumzumachen. Von dem her sehr geschickt. Auf der Seite ist hier noch dieser Einstellungsschieber für die Lautstärke, der geht auch recht flüssig. Man kann ihn hoch und runter schieben. Passt eigentlich alles soweit. Und damit man es wieder findet, hier nochmal so zwei rote Kabeleinführungen. Und das war es dann auch schon. Hier haben wir nochmal diesen 3,5 mm Klinkenstecker. Wie gesagt, ihr braucht dann diesen Kombianschluss an eurem Telefon oder an eurem Rechner, um natürlich das Headset hier bedienen zu können. Also zwei Buchsen, jeweils für Mikrofon und einen Audioausgang. Das wird dann nicht funktionieren, aber es gibt auch spezielle Adapter, die ihr dann verwenden könnt, um natürlich diesen Klinkenstecker dann zu verwenden. Wenn ihr jetzt überhaupt keine Lust habt, da irgendwie mit dem Klinkenstecker zu arbeiten, dieses Headset gibt es auch als USB-Variante. Auch das verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Das könnt ihr dann gleich sofort an den Rechner anstecken. Und es wird dann als eigenes Gerät dann erkannt und kann auch sofort verwendet werden. So, jetzt schauen wir uns aber hier nochmal näher das Headset an. Mal die Ohrmuscheln. Wir haben hier so ein bisschen Schaumstoff drumherum, was eigentlich auch sehr gut wirkt. Dann können wir auch hier gleich mal
ja, das eigentliche, den eigentlichen Lautsprecher sehen. Wir können hier diese Ohrmuscheln dann ganz bequem zur Seite klappen, damit wir das auch hier wunderbar als Headset verwenden können. Hier nochmal das Logo von Pantronics und auch hier so ein kleines nettes Design mit solchen kleinen Einkerbungen, was eigentlich auch sehr hübsch aussieht. Ja, die Konstruktion wirkt hier sehr stabil. Das obere ist hier so ein bisschen gummiert, damit sie auch einen sehr guten Halt an den Haaren gibt, beziehungsweise am Kopf. Und auch hier die Seite kann man natürlich einklappen und wir können ja dann schon sehen, es ist hier ein wunderbares Headset, was man dann sich auf den Kopf setzen kann. Das Mikrofon ist lang genug. Ich habe es auch getestet, um bis zum Mund vorzukommen. Das ist hier auch so ein bisschen biegsam. Man kann es hier also je nachdem, wie man es gerne hätte, dann auch nochmal recht zu seinem Mund hinbiegen. Das ist da eigentlich gar kein Problem, wie ihr sehen könnt. Hier auch nochmal alles schön gummiert. Gefällt mir auch gut. Hier ja, so eine kleine Einkerbung, wo dann auch wirklich das Mikrofon drin ist, aber das ist ja auch eher unwichtig. Was haben wir hier noch? Wir haben hier so ein paar Kennzeichen, und zwar so ein CE-Kennzeichen. Das soll einfach mal nochmal die Qualität ein bisschen auch widerspiegeln und dass es halt alles auch konform gemacht ist. Wir können hier auch noch für größere Köpfe das Headset so ein bisschen ausfahren, was ich auch sehr schön finde. Das ist auch so ein bisschen in Stufen untergliedert. Hier kann man es dann gleich besser sehen. Rastet auch dann in die jeweilige Stufe ein und so optimal dann auf den Kopf anzupassen. Das geht natürlich dann hier auch auf der anderen Seite. Von dem her, der erste Eindruck wirkt dann doch sehr gut. Und jetzt möchte ich euch nochmal kurz zu meinen kleinen Erfahrungen ein bisschen berichten. Ich habe das Headset jetzt auch schon ein halbes Jahr lang im Einsatz und konnte es auch schon ein bisschen testen. Die Qualität, die Sprachqualität ist eigentlich recht gut. Das Mikrofon nimmt eigentlich schon sauber die Lautstärke auf, die man natürlich spricht, und leitet es auch dann zum Gesprächspartner weiter, was ich auch sehr gut finde. Ein einziger kleiner Nachteil wäre eventuell, dass natürlich der Sound hier von diesen Ohrmuscheln nicht so optimal ist. Also Musik hören würde ich mit diesem Headset jetzt nicht unbedingt, aber wie gesagt, das ist ja auch eher zum Telefonieren ausgerichtet und halt auch auf diesen Frequenzbereich von diesen Stimmen normalerweise dann ausgelegt, was natürlich dann hier sich fürs Telefon sehr gut eignet. Ja, das war es dazu, dieses im Headset. Ich hoffe, euch hat dieses kleine Unboxing, Review und Testvideo mal kurz gefallen. Wie gesagt, getestet habe ich das jetzt auch selbst ein halbes Jahr lang. Hier gibt es dazu jetzt auch nicht mehr viel zu sagen. Wir haben hier auf jeden Fall mal die schönen Taster, die auch sehr hochwertig sind und auch ja sehr als sehr interessante Alternative. Zu kaufen gibt es übrigens auf Amazon. Ich habe es euch auch unten in die Videobeschreibung nochmal verlinkt. Ich werde euch nochmal die USB-Variante verlinken, falls ihr daran Interesse habt. Und wie gesagt, der Preis liegt so bei ja, zwischen 25 und 30 Euro. Ist eigentlich recht okay für so ein Headset. Klar, es gibt günstigere Modelle, es gibt aber natürlich auch nach oben hin deutlich teurere. Ich würde es also mal hier in so einem guten Mittelfeld einstufen, was natürlich für den Büroalltag gut zu gebrauchen ist. Wenn ihr diese Variante komplett ohne Kabel haben wollt, da gibt es dann auch welche mit Funk. Das ist auch sehr interessant, die sind etwas teurer. Ich würde sie aber euch auch nochmal unten in der Videobeschreibung verlinken. Das ist auch für diejenigen interessant, die natürlich so ein bisschen einen kleineren, weiteren Weg haben zum Telefon und wo das Kabel nicht reicht. Und natürlich auch für die etwas mehr Freiheit, wenn euch jetzt das Kabel stören soll beim Telefonieren. Ja, das war es jetzt erstmal zu diesem Video. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Schreibt mir nochmal in die Kommentare rein, ob, wenn ihr noch Fragen habt. Wenn euch das Headset gefällt oder wenn ihr das Headset natürlich schon selbst zu Hause habt, würde es mich auch mal freuen, wenn ihr mir eure Meinung auch mal in die Kommentare runterschreibt. Und dann bedanke ich mich natürlich nochmal fürs Zusehen. Bitte gebt diesem Video einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal und dann sehen wir uns auch wieder beim nächsten Mal zu einem weiteren Technikvideo, wo es dann auch wieder um allerlei IT-Themen geht. Und dann sehen wir uns auch wieder beim nächsten Mal. Euer Pascal.